Hallo, ich bin Sven vom Search Quality Team in Dublin. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoreihe zum Entfernen von Inhalten. Und diesmal liegt der Schwerpunkt darauf, was ihr machen könnt, um Ergebnisse von Websites, die euch nicht gehören, zu entfernen. Und falls ihr doch der Betreiber einer Website seid, dann könnt ihr gerne den ersten Teil anschauen, in dem genau beschrieben wird, welche Möglichkeiten ihr in dem Fall habt. Und damit ein Ergebnis oder die Cache-Version einer Seite entfernt werden kann, muss im Prinzip die Seite entweder bereits gelöscht sein oder verändert sein oder aber für Suchmaschinen blockiert sein. Und da die meisten dieser Bedingungen es ja erfordern, dass der Webmaster der jeweiligen Seite diese Änderungen in die Wege leitet, ist es meistens empfehlenswert, zunächst zu versuchen, mit diesem Webmaster in Kontakt zu treten und ihm einfach euer Problem zu schildern. Und sobald ihr dann sicher seid, dass tatsächlich alle Bedingungen für eine erfolgreiche Entfernung gegeben sind, also die Seite wurde entweder bereits gelöscht oder die Inhalte verändert oder aber für Suchmaschinen blockiert, dann ist das passende Werkzeug für alle weiteren Schritte unser öffentliches Tool zum Entfernen von Inhalten. Okay, dann schauen wir uns das Tool einfach mal näher an. Wenn ihr die Seite des Tools aufgerufen habt, dann könnt ihr einen neuen Antrag auf Entfernung einfach durch Klick auf die gleichnamige Schaltfläche starten. Im ersten Schritt müsst ihr dann die URL angeben, um die es sich handelt. Und denkt bitte daran, dass hier die Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird und eure Eingabe genau mit der URL übereinstimmen muss, die wir indexiert haben. Falls ihr Probleme dabei habt, die korrekte URL zu ermitteln, dann kann euch auch der Hilfetext Ermitteln einer URL, der direkt auf der linken Seite angezeigt wird, weiterhelfen. Im nächsten Schritt bestimmt ihr dann, um was für eine Art der Entfernung es sich dabei handelt. Und falls die URL komplett aus den Suchergebnissen entfernt werden soll, das heißt auch inklusive unserer Cache-Version, dann ist die passende Option dafür, der Webmaster hat die Seite bereits blockiert. Und diese Art der Entfernung ist allerdings nur dann möglich, falls der jeweilige Webmaster die Seite entweder bereits entfernt hat oder aber für Suchmaschinen blockiert hat. Und wie könnt ihr feststellen, ob das bereits der Fall ist? Ihr könnt zum Beispiel eines der vielen Online-Tools zum Testen der sogenannten HTTP-Server-Antworten verwenden, um sicherzustellen, dass die Seite einen 404 oder 410-Status liefert. Und ihr könnt auch die robots.txt-Datei öffnen, die sich auf der obersten Ebene der Website befinden sollte, also zum Beispiel example.com/robots.txt, um dort zu prüfen, ob eine sogenannte Disallow-Anweisung vorhanden ist, welche die betreffende Seite, die ihr entfernen möchtet, mit einschließt. Und als drittes könnt ihr in den Quelltext der Seite schauen, um zu prüfen, ob dort ein Meta-Tag No-Index vorhanden ist. Und sobald eines dieser drei Signale vorhanden ist, ist eigentlich alles in Ordnung und die Entfernung der gesamten URL aus den Suchergebnissen sollte problemlos funktionieren. Und falls ihr nur unsere Cache-Version einer Seite entfernen möchtet, wenn zum Beispiel der Webmaster sich weigert, die Seite zu entfernen oder für Suchmaschinen zu blockieren, aber bereit ist, die Inhalte zu entfernen, in dem Fall könnt ihr einfach die Option Der Content wurde bereits von der Seite entfernt wählen. Und falls in so einem Fall die Entfernung erfolgreich war, wird der Link zu unserer Cache-Version entfernt, sowie der kurze Beschreibungstext unter dem Suchergebnis. Eine Cache-Entfernung ist dann möglich, falls eines oder mehrere Worte, die in unserer Cache-Version sichtbar sind, von der aktuellen Seite entfernt wurden. Das heißt, unsere Cache-Version zeigt Inhalte an, die auf der aktuellen Seite gar nicht mehr vorkommen. Und wenn ihr diese Option benutzt, dann solltet ihr ein Wort angeben, welches eben von der betreffenden Seite entfernt worden ist. Und die besten Resultate könnt ihr erzielen, wenn ihr so wenige Worte wie möglich verwendet, idealerweise eigentlich nur ein Wort. Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr möglichst keine allgemeinen Worte verwendet, wie zum Beispiel und oder die oder ähnliches, wo eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Wort in anderem Zusammenhang weiterhin auf der Seite vorhanden ist. Denn falls eines der angegebenen Worte weiterhin auf der Seite sichtbar ist, und das kann dabei auch nur im Quelltext sein, wenn ihr es zum Beispiel im Browser selbst nicht mehr seht,
dann würde das bedeuten, dass der Antrag auf eine Cache-Entfernung leider nicht funktionieren kann, weil ja der Inhalt weiterhin vorhanden ist. Und zum Schluss habe ich jetzt noch einige häufig gestellte Fragen zusammengestellt. Die erste Frage: Auf der Seite des Tools zum Entfernen von Inhalten steht, dass die betreffende Seite für mindestens 90 Tage aus den Suchergebnissen ausgeschlossen wird. Was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass die jeweilige Seite für mindestens 90 Tage nicht mehr in den Suchergebnissen erscheint, egal was in der Zeit mit der jeweiligen Seite passiert. Und falls eben diese Entfernung ja erfolgreich war und die betreffende Seite auch nach den 90 Tagen weiterhin gelöscht ist oder verändert ist oder auch für Suchmaschinen blockiert ist, dann kann man im Prinzip davon ausgehen, dass die Entfernung ja weitestgehend dauerhaft ist, weil eben dann auch nach den 90 Tagen unsere Suchmaschinenbots diese Inhalte nicht mehr finden und dementsprechend auch das Suchergebnis nicht mehr erscheint. Und die nächste Frage: Ich habe eine erfolgreiche Entfernung einer Cache-Version durchgeführt, aber die betreffende Seite taucht weiterhin bei Suchanfragen auf. Weshalb? Wenn eine Cache-Version einer Seite entfernt wurde, dann kann das nicht garantieren, dass die betreffende Seite gar nicht mehr in den Suchergebnissen auftaucht, selbst bei Begriffen, die nicht mehr auf der Seite vorhanden sind, da es eben eine Vielzahl weiterer Faktoren neben dem Inhalt gibt, die bei den Suchergebnissen eine Rolle spielen. Und falls Sie jetzt tatsächlich dringend erreichen möchte, dass eine bestimmte URL überhaupt nicht mehr in den Suchergebnissen auftaucht, dann solltet ihr die Möglichkeit der vollständigen Entfernung der URL wählen, die ich am Anfang beschrieben habe. Das kann allerdings gegebenenfalls bedeuten, dass ihr zusätzliche Hilfestellung vom Webmaster benötigt, um die Bedingungen für eine vollständige URL herzustellen. Die dritte Frage: Ich habe eine Cache-Version mit einem bestimmten Namen erfolgreich entfernt. Inzwischen tauchen aber ähnliche Cache-Versionen von anderen Seiten in der Suche auf. Denkt bitte daran, dass sich alle Anträge auf Entfernung immer auf die konkrete URL beziehen, die ihr im Antrag angegeben habt. Das heißt, wenn diese Cache-Entfernung erfolgreich war, dann bedeutet das eben nicht, dass alle unsere Cache-Versionen, die diesen Begriff enthalten, gleichzeitig entfernt werden. Das heißt, wenn ihr weitere unerwünschte Ergebnisse findet, dann solltet ihr einfach für jeden dieser Fälle einen separaten Antrag auf Entfernung starten. So, ich hoffe jetzt, diese kurze Übersicht konnte einige Unklarheiten beseitigen. Und falls ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann könnt ihr einfach auf unserem Webmaster-Blog oder auch in der Hilfe für Webmaster vorbeischauen, wo das Ganze nochmal detaillierter erklärt wird. Und falls ihr selber konkrete Fragen zu dem Thema habt, dann schaut doch einfach auf unserem Forum für Webmaster vorbei.